Hallo, grüß euch. Heute zeige ich euch, wie ihr so eine süße Schiebeverpackung machen könnt. Die Grundidee ist eh ganz einfach. Ich habe einfach die Maße jetzt angepasst, damit so was Süßes reinpasst und auch meine Visitenkarte, weil ich ganz viele von diesen Schachteln jetzt mache für meine USA-Reise nächste Woche. Ich bin da in New Orleans mit Stampin' Up und wir haben ein Führungskräftetraining, Führungskräfteveranstaltung. Und da nimmt man ja immer so Kleinigkeiten mit zum Tauschen. Und wie gesagt, wenn ich da jetzt 30 solche mache oder noch mehr, mal schauen, wie ich Lust habe, dann bekomme ich ja ganz viele zurück und habe dann auch was zu zeigen von anderen Demos, wenn ich wieder da bin. Wenn ihr wissen wollt, wie man das bastelt, bleibt einfach dran und jetzt geht's gleich los. So, und was ihr für diese kleine Matchbox-Ziehverpackung braucht, seht ihr, es ist nicht viel. Farbkarton in Schwarz, Designerpapier in Schwarz-Weiß, wenn ihr wollt, beziehungsweise in irgendeinem Papier. Ich habe mir da das Etikett in Transparent ausgestanzt, die Kirsche auf Rot gestempelt, in Rot, Grün auf Grün, also eigentlich gar keine Hexerei. Ja, ihr braucht also den Papierschneider und wir schneiden uns jetzt einmal den Boden zurecht, und zwar hat der Boden 11,5 mal 8 cm. Genau, da habe ich schon mal was vorbereitet. Die Größe hat sich jetzt deshalb so ergeben, weil ich da gerne mal Visitenkarten drin gehabt habe. Ich wollte jetzt dann da nicht irgendwo einen Zettel reinlegen oder so. Nachdem diese Boxen ja für den Swap in New Orleans sind, habe ich gedacht, mit der Visitenkarten bin ich da auf der sicheren Seite mit allen Daten und so. Und das passt dann schon. Aber wie gesagt, ihr könnt es natürlich auch kleiner machen. Und dann faltet sie das Ganze bei 1,4 oder 1,5 so auf allen vier Seiten. Da schneide ich mir jetzt dieses Designerpapier zurecht. Das muss 8,5 cm groß sein, mal 6 Inch eigentlich, also 15,2. Kann man einfach ganz rausschieben beim Papierschneider. Genau. So, das sind jetzt die zwei Teile, die ich brauche. Dann kann ich mir das ja schon einmal durchfalzen. Den Falzband ordentlich. Und natürlich das Einschneiden da. Das mache ich jetzt im Schnelldurchlauf ganz geschwind. Genau, und dann kann ich das jetzt dann schon mit Flüssigkleber kleben. Wie ihr seht, ich habe da so eine Windradform, sage ich jetzt mal, geschnitten, damit einfach auf jeder Seite ein bisschen gestärkt ist die Ecke, sondern nicht immer nur zwei kurze Seiten, sondern auch die langen. Damit das einfach ein bisschen stabiler ist, habe ich das Gefühl. Ich habe da so kleine Clipsis. Die gebe ich mir drauf, damit das auch gut hält. Die sind ganz günstig. Ich glaube, die sind eigentlich fürs Nähmaschinen nähen oder so. Keine Ahnung, kenne ich da nicht so aus. Aber das hilft mir ganz gut da beim Werkeln. So, während das jetzt dann da festklebt, habe ich schon vorbereitet. Und zwar meine Kirschen. Wo sind sie denn jetzt hin? Die Kirsche, das Blatt und den Stiel. Ich habe das Papier in Sommersorbet verwendet und mit Sommersorbet gestempelt. Da das gleiche an. Grüner Apfel auf grüner Apfel und dann noch einmal grüner Apfel, da diese Blattadern, ich weiß jetzt nicht, ob das fokussiert, Entschuldigung, genau, und den Stielstängel habe ich einfach mit Schwarz ausgestanzt. Was ihr noch braucht, oder braucht, so in Anführungsstrichen, ihr habt Transparentpapier verwendet
und dieses schöne neue Etikett. Und das stanze ich mir jetzt aber nicht ganz. Ich tue da unten, seht ihr das, ein bisschen freilassen, weil sich das sonst nicht auf der Box ausgeht. Schaut zum Beispiel da jetzt bei dir, zeige ich mal, da unten, seht ihr das? Wenn ich das jetzt gelassen hätte, würde das drüber stehen und ich denke mir, das wird beim Transport sicher kaputt gehen, deswegen habe ich es einfach gelassen. So, und jetzt können wir ja eigentlich schon unsere Kirsche da zusammenbauen. Ich verwende dafür jetzt die Mini-Klebepunkte. Das heißt, ich reiße da mal eins runter und für den Stiel, was sind die, keine Ahnung, wie ihr das seht. Ich klebe mir das einfach so einmal zusammen und noch einmal ein bisschen, damit das einfach dann so ein kleines Dreieck wird, weil dieser Stiel hat ja auch da unten diese Dreiecksform und dann kann man das genauso aufkleben. Seht, dann hat man da, was ist denn in der Kamera? Da ja. Hat man genau da den Klebepunkt oben. Funktioniert natürlich jetzt nicht mit dem Fokus. Ist wieder typisch. Egal, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Sonst habe ich da so einen mega Klebepunkt oben und kann damit eigentlich ja nichts anfangen. So, und dann noch ein Klebepunkt aufs Bladel. Und dann nehme ich mir da eine Dimensionals und klebe mir das Ganze auf das Transparentpapier. Also eins und dann noch ein zweites aufs Blättel, das so drauf passt. Und dann klebe ich mir das einfach an. Und dann kann ich da unten, genau da, wo die Kirsche und so drüber ist, noch ein paar Klebepunkte hergeben, damit das auch dann gut auf der Box selber haltet. Und man sieht dann auch keine Klebestreifen oder Flecken, weil mit Transparentpapier ist das ja immer so eine Sache. Aber ich verstecke das halt dann einfach immer da, wo man es eh nicht sieht. So, jetzt kann man das mal auf die Seite legen, weil ich habe vergessen, dass wir da ja noch gar nicht weitergemacht haben. So, da kann man die Kluppis jetzt wieder runtergeben. Und im Idealfall weiß man ja immer genau, wo man falzen muss. Aber irgendwie haut das bei mir nie hin, dass ich richtig falze. Also dann ist entweder dieser Schiebemechanismus, der da total fest oder zu locker. Und jetzt habe ich das einfach so gemacht. Ich fange an bei einem Zentimeter. Das ist unten die Klebelasche, das falze ich mir. Also, das erste Mal einfach bei 1 cm falzen für die Klebelasche. Dann schieben wir das Ganze weiter bei 2,5. Und dann schauen wir gleich mal, ob das schon mal passt oder ob das zu eng ist oder zu weit. Ja, das passt ganz gut. Was ihr dann machen könnt, ist, wenn ihr euch ganz sicher sein wollt, dass ihr euch einfach das gut anlegt und einen dünnen Bleistiftstrich da macht. Dann könnt ihr auch einfach weiter falzen. Und dann geht sich das sicher aus. Und nachher legt euch diese Bleistiftlinie einfach wieder bei 1,5 cm an. Und dann soll das Ganze eigentlich super gut passen. Schauen wir mal, ob das jetzt dann hingehaut hat. Also legen wir das da so rüber. Bam, bam, super, perfekt. Da schneide ich mir noch ungefähr einen halben Zentimeter ab. Das war diesmal zu lang. Aber ja, passt. Und jetzt können wir das da unten ankleben. Dafür klebe ich auf dieser Seite und nicht die Klebelasche, weil das kann ja sein, dass er zu kurz ist und nachher habe ich zu viel Kleber oben.
lege das wieder auf und klebe es erst fest, wenn das oben ist. Also ich klebe das nicht in der Luft, unter Anführungsstrichen, sondern schon auf der Box, damit es ja wirklich gut auf und zu geht. Ja? Passt. So, kann ich da schon gleich meine zwei Süßigkeiten reingeben, sonst vergesse ich das wieder. Schwuppsdiwupps. Zumachen. Dann haben wir ja da schon vorbereitet. Unsere Kirsche. So, wieder raus tun und ein bisschen festdrücken. Also nicht die Box zusammendrücken, sondern nur innen vom Deckel aus. Soda Wasser. Und ich habe schon vorgestempelt eine dicke Umarmung. Ich finde, das ist total süß, oder? Seht ihr das? Da halt fokussiert nichts. So. Und diese dicke Umarmung findet ihr in dem Stempelset mit dem Yeti. Das ist echt süß. Ich finde die kleinen, na, der Yeti ist ja eh lieb, aber muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Aber ich finde die Sprüche und diese kleinen Accessoires, die dabei sind, da ist ein kleiner Tannenbaum dabei und ein Eis, ein Schneeflocke. Olivia hat gestern ganz viel damit gemalt, ich kann jetzt gar nicht mal sagen, was da alles dabei war. Aber das ist ganz herzig. So, wieder zwei Klebepunkte. Da kürze ich mir das hinten noch ein bisschen. Nimm wieder ein falsches Bein und tue da das ein bisschen aufstehen lassen. Und dann kann ich mir das da schwupps festkleben. So, das lasse ich jetzt heraus, weil ich brauche noch eine Schleife. Die Schleife, wie ihr seht, bin die mit dem schwarz-weißen. Mit dem schwarz-weißen Bantel, dem Karo-Band. Das finde ich total cool und vielseitig. So, brauchen wir echt nur ganz ein kleines. Schauen, ob das gleich auf dem ersten, mit dem ersten Versuch hinhaut. Ja, das wird gleich passen. Wichtig ist, dass es halt eine feste Schleife ist, damit das nicht aufgeht. Vor allem, ich nehme das ja alles mit in die USA. Und da kann schon ein bisschen halt da die Boltanga hinflüger, Flieger. Schauen wir mal. Kürzer schneiden da. Und dann klebe ich mal die Schleife auch gleich mit einem Klebepunkt an. So, positionieren noch. Und von unten ein bisschen festdrücken. Fertig sind wir. So. Und ich mache jetzt noch 20 oder 30 von denen, damit ich genug Tauschprojekte habe für meine Reise nächste Woche. Also ich drehe das Video jetzt gerade am Sonntag, am Dienstag fliege ich. Ich habe keine Ahnung, wann ich das time, dass ihr das seht. Aber ja, es ist eine schnelle, aber trotzdem süße Überraschung, wie ich finde. Ich finde die Kirsche ja echt herzig. Und ja, wenn ihr mir auch basteln wollt, ich stelle euch alle Maße, alle genauen Maße noch einmal auf den Blog. Verlinke ich euch unten alles in der Infobox. Und ja, wie gesagt, die Celebration läuft noch bis Ende des Monats. Das heißt, ihr könnt euch je 60 Euro Bestellwert ein Gratisprodukt aussuchen. Ich verlinke euch die Broschüre und die Zusatzprodukte, die es gibt, auch noch unten in der Infobox. Ja, wenn ihr Produkte braucht, bitte meldet euch gern bei mir. Ich bestelle euch das gern. Auch gern versandkostenfrei, wenn ihr euch dafür qualifiziert. Außerdem könnt ihr euch noch für meinen Adventkalender anmelden. Der Frühbucherbonus läuft noch bis Ende des Monats. Ja, schaut einfach vorbei am Blog, da gibt es alle Infos. Ich verlinke euch einfach alles unten in der Infobox. Ja, ich wünsche euch jetzt noch einen tollen Tag. Und wir hören, lesen, schreiben uns sicher ganz bald. Baba!